Top-Partien-Prediction und Investment mit diesem Video können wir zusammen Coins machen. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin, dein Kanal für FIFA-Trading-Tipps. In diesem Video gibt es eine Top-Partien-SBC-Prediction und passende Investments in die Spiele, die wir für diese Woche erwarten. Bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dran, denn es gibt nicht nur so wie immer einen Bonustipp zum Ende, sondern wir sprechen auch nochmal darüber, wann sind jetzt die besten Einkaufszeitpunkte. Du hast sicherlich noch 2 oder 3 Einkaufszeitpunkte, wo du diese Karten ja eigentlich zum Discount, also zum Abschlusspreis bekommst. Wir fangen an mit dem ersten Spiel, und zwar dem Merseyside Derby. Liverpool, mein Gott, sind die in der Formkrise gegen Everton. Also wirklich großes, großes Derby. Ich glaube, man kann das eine Stadion von dem anderen Stadion sehen. Und bei Everton gehen wir in die Innenverteidigung, und zwar mit Michael Keane. Innenverteidiger sind immer super für SBC-Investments, sind meist auch immer das teuerste, da man immer 2 auf jeden Fall mindestens braucht in jeder Formation. Manche Formationen haben sogar 3 Innenverteidiger. Und Keane, ich nehme das Video hier am Montag auf, Squad-Battle-Dinger, aber du siehst auch, die gehen jetzt schon für 600 und mehr weg. 350 ist noch einer drin, er ist Engländer, bietet also auch viele Links in der SBC, immerhin 78er Rating. Bei ihm würde ich versuchen, so maximal 600 Coins auszugeben. James Milner ist der zweite Spieler, bei ihm haben wir den Vorteil, er ist ein ZM. Und ZMs sind immer besonders gut. Sie können als ZOM, als ZM und als ZTM in eine SBC-Lösung gehen, ohne wirklichen Chemieverlust. Auch er ist Engländer, also bietet viele starke Links in der Premier League. Eine seltene Karte, 80er Rating. Das passt auch alles. Ist jetzt hier so bei 1K. Ich würde auf jeden Fall versuchen, unter 1K zu bleiben, wenn nicht eher so sogar unter 800, 850 Coins. Die Tipps funktionieren auf jeden Fall auf der PlayStation, auf der Xbox und auch auf dem PC. Das heißt, ihr könnt hier wirklich alle mitmachen und euer Glück versuchen. Investieren wie immer auf eigene Gefahr. Jadon Shaqiri ist der nächste Spieler, der dritte Spieler für diese Partie. Er ist rechter Mittelfeldspieler, wenn eine Formation kommt mit Außenspielern. Wenn diese Formation kommt mit 2 Außenspielern sogar, also eine Dreierkette hinten in der Abwehr und dann rechter Mittelfeldspieler und rechter Flügel, dann sind die auf jeden Fall skyrocket hoch. Ansonsten 81er Rating. Kleiner Bonustipp gilt für alle Liverpool-Spieler. Wenn Liverpool in die UCL-Top-Partien kommt, dann sind die natürlich schon so teuer, dass ich die dann nicht mehr kaufen würde. Aber wenn du die vorher gekauft hast, wir sprechen ja gleich noch über die Einkaufszeitpunkte, könntest du die sogar dann zu den UCL-Top-Partien schon mit Profit verkaufen. Die Premier League hatte ich drin, weil die diese Woche nicht dabei war, und das gleiche gilt auch für die Ligue 1. Und in der Ligue 1 spielt AS Monaco gegen Paris Saint-Germain. Bei PSG könnt ihr sogar mit einem Sniping-Filter arbeiten, wenn wir da in die Innenverteidigung gehen. Paris, Innenverteidiger, Gold selten. Könnt ihr hier einmal auf Kehrer und auf Diallo snipen. Das sind die beiden, die so ungefähr in einer Price Range liegen. Für PSG gilt natürlich das gleiche wie gerade für die Liverpool-Spieler. Die könnten schon mit den UCL-Top-Partien entweder am Dienstag oder am Mittwoch steigen oder dann eben am Donnerstag mit den normalen Top-Partien, wenn das Spiel gegen Monaco drankommt und sogar PSG natürlich dann eins der Spiele ist, wo nicht nur die Liga die Anforderung ist, also in dem Beispiel die Ligue 1, sondern wirklich die Vereine, dann steigen die nochmal mehr. Den Filter könnt ihr auch nochmal nutzen für Snipen auf ZMs. Das könnt ihr natürlich dann auch noch machen, wenn die SBC rausgekommen ist. Und da sind sowohl Rafinha, Paredes als auch Ander Herrera, alles 3 79er, alle Gold selten, alle ungefähr in der gleichen Price Range, sodass ihr da mit einem Sniping-Filter immer wieder auf diese Karten kommt. Bei Monaco, da gehe ich ein bisschen mehr Risiko ein, oder würde ich machen, wenn ich hier investieren wollen würde. Da würde ich auf die häufigen Karten gehen und dann auf die Rechtsverteidigerposition, denn auch hier könnte man dann wieder snipen, weil es mehrere Karten gibt, nämlich einmal Aguiar und CDB und diese beiden. 78er Rating, das ist okay, und wenn dann eine Formation kommt wie ein 442, wo man eben Rechtsverteidiger braucht, dann steigen diese Außenpositionen meist besonders stark, und auch Non-Rares sind immer eine gute Investitionsmöglichkeit. Risiko ist natürlich da, wenn du jetzt zum Beispiel 600 Coins für eine Karte bezahlst, die du beim Abstoßen nur 350 oder so bekommst, würdest du Verlust machen. Abstoßen brauchst du eigentlich nie. Du kannst die immer, wenn du die günstig über Snipes und Gebote kaufst, mit einem kleinen Gewinn oder zumindest Break-Even loswerden. Die Serie A ist diese Woche schon dran. Nichtsdestotrotz will ich das Spiel hier erwähnt haben, denn AC Mailand spielt gegen Inter Mailand, also auch da ein Derby.
in Mailand. Falls ihr sagt, scheißegal, dass das diese Woche schon dran war, da kommt zweimal hintereinander die Serie A mit dem Milan-Derby, dann ist Nicola Barella auf jeden Fall eine schöne Investitionsmöglichkeit. Man kann die Champions-League-Karte mitnehmen, falls die UCL-Top-Partien noch nicht gedroppt sind, und ansonsten seine normale Goldkarte hat eben auch den Vorteil. ZM kann also auf verschiedenen Positionen in die SBC und ein Italiener in der Serie A bietet viele Stronglinks. In der Bundesliga die Mutter aller Derbys. Schalke empfängt Dortmund. Ein Spiel, ja, unter ungleichen Voraussetzungen. Allerdings würde ich hier mir vielleicht überlegen, also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass ihr hier investieren sollt oder so, dass das Spiel dran kommt. Aber ihr hättet natürlich hier die Möglichkeiten, gerade mit so ZM Deutschland Bundesliga, das gibt einfach wieder viele Möglichkeiten, dass man hier mal ein, zwei mitnimmt. Könnt es einfach jeden Spieler einmal für den Verein holen, so einen Clubsorg zu machen, wie ihr mögt. Wie gesagt, bin mir nicht sicher, weil die Bundesliga ja auch schon diese Woche dran war, ob es auf jeden Fall kommt. Aber wäre eine Option, diese Partie. Sprechen wir über die richtigen Einkaufszeitpunkte. Heute kam die Partybag 83er Upgrades und diese ganzen Sachen. Das heißt, auf sowas würde ich auf jeden Fall warten. Wenn du zum Beispiel sagst, am Dienstag oder am Mittwoch kommen die UCL-Top-Partien, dann werden viele Packs geöffnet, dann kommen viele Goldspieler auf den Markt, dann kannst du zum Abschlusspreis eigentlich alle Karten dieses Videos einkaufen. Oder aber, wenn am Donnerstag Vormittag zu den Rewards, kannst du dir jetzt einen Einkaufszettel schreiben hier zum Video, und Donnerstag bei den Rewards kaufst du auch diese Spieler nun zum Abschlusspreis, sodass du da dicken Gewinn machen kannst. Wenn du natürlich diesen doppelten Tipp machen willst für Liverpool und Paris, dass du auch auf die UCL-Top-Partien spekulierst, musst du natürlich schon heute am Dienstag einkaufen, weil die UCL-Top-Partien womöglich schon heute Abend kommen. Bonustipp in diesem Video. Ihr wisst, in jedem Video gibt es am Ende einen Bonustipp. Manchester United Premier League, die spielen am Donnerstag die Euroleague, und letztes Jahr haben wir dann zum Ende von FIFA sowohl bei der Champions League als auch bei der Euroleague diese Halbzeit-SBCs bekommen, wo immer ein Spiel dabei war. Das heißt, eventuell, falls das kommt, du dieses Risiko eingehen willst oder weil du halt an einem SBC-Abend wie den UCL Top-Partien oder so abends diese Manchester United-Spieler zum Abschlusspreis bekommst, könntest du hier welche mitnehmen. Und für 650 Coins, die seltenen, die nicht seltenen, vielleicht so bis maximal 400 oder so, vor allen Dingen über Gebote sehr gut möglich, hast du nochmal Potenzial. Wenn du auf der Suche nach einer Low-Budget-UV-Liste bist, habe ich dir hier nochmal die aktuellste Liste verlinkt. Kannst du sofort losstarten, auch mit kleinem Budget. Ansonsten Kanal abonnieren, Benachrichtigung anmachen, verpasst du überhaupt kein Video mehr. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.